Freunde, Cristiano Ronaldos Trainer bei Al-Nassr wird jetzt wohl entlassen werden. Das wird zumindest von einigen Medien bereits berichtet. Offiziell bestätigt ist es noch nicht. Rudi Garcia wird gefeuert, weil Cristiano Ronaldo anscheinend nicht gut mit ihm klarkommt, aber auch andere Spieler. Nicht nur Cristiano, einige Spieler von Al-Nassr kommen mit ihm nicht zurecht. Es soll auch gekracht haben in der Kabine nach dem letzten 0:0. Man hat nur unentschieden gespielt, ist damit auch nicht, also ist damit 3 Punkte von der Tabellenspitze entfernt. Das ist zu wenig für den Anspruch von Al-Nassr und dementsprechend hat man jetzt den Trainer gefeuert. Wahrscheinlich auch wegen der Unstimmigkeiten mit Ronaldo und anderen Spielern dort. Ja, er hat Cristiano Ronaldo auch schon mal öffentlich kritisiert. Das gefällt Ronaldo natürlich nicht, denn er ist nach Saudi-Arabien noch ein bisschen gewechselt, dass er da so die Anerkennung, den Respekt bekommt. Und das hat er bei Rudi Garcia anscheinend nicht so gefühlt. Der Trainer, muss ich ehrlich sagen, war mir nie besonders sympathisch. Es gibt da auch ja, die Aussage von Juninho Pernambucano. Er sagte, ist ein ehemaliger Weggefährte von Rudi Garcia. Er sagte Folgendes: Meine Erfahrungen mit Rudi Garcia waren grauenhaft. Er ist die schlimmste Person, die ich in meiner gesamten fußballerischen Laufbahn erlebt habe. Er ist unfähig, ein Team zu führen. Er dominiert nur durch die Angst, die er anderen einflößt, sagte sein ehemaliger Weggefährte. Muss man natürlich immer aufpassen mit so Aussagen. Ist nur die eine Seite. Vielleicht ist er gar nicht so drauf, wie es jetzt hier beschrieben ist. Muss man fairerweise auch sagen. Ich persönlich fand ihn nie besonders sympathisch. Fand auch nicht, dass das besonders gut gemacht hat, Ronaldo dort irgendwie zu integrieren. Deswegen hoffe ich, es kommt ein guter, neuer Trainer für Cristiano Ronaldo. Aber klar, so ein Topspieler wie Ronaldo hat sicherlich bei Al-Nassr die Möglichkeiten, einen Trainer zu Fall zu bringen. Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.